So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Super RTL oder irgendwie so. Nein, natürlich American Truck Simulator, damit. Wo wir auf dem besten Weg zu Level 15 sind und damit, also hoffentlich zumindest, und damit dann vor allen Dingen auch endlich mal unserem, hoffentlich, ersten Auflieger. Yay! Wupp, 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 wupp. Wie viele Kilometer müssen wir noch fahren? Jetzt aber 1000. Oh, gerade mal 200. Oh, easy, ich hab mal locker in der Folge. So, diesmal wie gesagt, ne? Letzte Aufnahme ist jetzt schon ein paar Minuten her. Wir haben uns also alle beruhigt. Ne? Also wieder ein bisschen gesitteter fahren hier. Und um das zu feiern, erstmal schon Musiker machen hier. Das ist das Wichtigste auf die Erde. So, wir müssen endlich mal dran denken, vor allen Dingen auch mal bei irgendeiner Werkstatt vorbeizugucken. Hier vorne direkt. Klingt gut. Mal hier unsere Defekte mal wegbekommen hier. Bevor die nächsten 33% kommen. Das gerade? Ist hier gerade eine Wolke verschwunden mit einmal? Ist wohl mal heller geworden, die Fahrbahn. Lol. Sollten wir mal langsam auf die linke Fahrbahn wechseln, wenn wir da vorne in die Werkstatt wollen. Das sollte da vorne gleich sein, ne? War das nicht da vorne an der Ecke? Über dem Vernal-Schriftzug da? Oder kommt erst noch? Verwirrt. Und rot, natürlich. Ach, da, davon ist ja. Okay. Können wir gleich mal wieder so Fragezeichen aufdecken? Easy.
I'm coming. Es hört nicht auf. Oh, ja. Wisst ihr, ich muss mal drauf achten, was mir jetzt erst bei dem 4K auffällt. Da diese Punkte und dieser Pfeil, was die eigentlich bedeuten. Oder ist es, welche Page ich gerade aufhabe, dass sie gleich so durchwechseln? Können wir mal kurz so durchprobieren hier? Uah, uah, Mikrofon, mach dein Ding. Ja, genau, okay, ist die Seite. Okay. Lol. Na gut. Geheimnis direkt gelüftet. Easy. So, Werkstatt. Hier links reinfahren oder erst nachher reinfahren? Scheint egal zu sein. Dann, mit dem langen Auflieger hier. So, mal gucken, welche Firma das hier ist. Ah, Petabyte. Nice. Wo ist die Werkstatt? Ach, da. Mikrofon hier. So, genau. Auch das war schon 800 Euro, Alter. Heieieiei. Eine stärkere Mutter kann man noch nicht holen, ne? Oh, doch. Aber so viel Kohle haben wir gerade nicht dabei. Da brauchen wir noch locker so 17.000. Ah, 50 PS mehr. Das würde sich doch sogar schon fast lohnen, oder? Die beiden haben eins die gleichen Werte. Da kostet doch genau gleich viel. Hä? Langeweile? Aufs Maul? So. Wo kommt die jetzt gerade her? Also gerade habt ihr gerade nach links geguckt? Da gab keiner. Ich schwör's. Voila, bibibi. Ist davon auch wieder eine Werkstatt? Lol. Ja. Trucker Service. Ah. Also hier, wir müssen mal gucken. Auf dem Weg zum Ziel, wo wir zuletzt mal tanken können. Achso, können wir direkt hier. Sehr geil. Jetzt ist noch direkt mal Werkstatt. Können wir auch schlafen. Easy. Ist ja alles da. Cool, okay. Yeah.
meine Rede. Ich werde heute auch nicht so richtig wach. Gut, habe heute auch relativ kurz geschlafen, nur, aber. Vor allem diese Flaute da draußen. Wirklich richtig Sonne ist da auch nicht. Da wirst du irgendwie nicht richtig munter. Nicht wirklich. Oh, da ist sogar offen. Ob man da durchgekommen wäre? Wahrscheinlich nicht, ne? Selbst wenn wir durch den Spalt da durchgekommen wären, wäre da wahrscheinlich trotzdem eine Alpha-Wand gewesen. Also. Noch 70 Meilen. Aha. Schöner Panzerwagen. Ist doch das gleiche Modell, wie wir in der allerersten Folge gesehen haben, ne? Wo ich gefragt habe, warum er so eine riesige Hinterachse hat, ne? Ist das nicht genau das gleiche Modell? Jetzt wissen sie so von der Seite erstmal so aus, ne? Schwer zu sagen. Ja, ist ja gut, lieber Busfahrer. Da bist du. Lieber müde. Jetzt schon. Ah ja, wir sind ja zum Glück gleich da. Der überholt ja einfach. Lol. Wie er sich einfach traut. Ich meine, ganz ehrlich, wir machen sowas hier. Kann man jetzt losbieten hier? 65, ich komme. Also, hoffentlich nicht das Alter. Was hat das schon wieder für eine komische Straßenführung? Aber warum kann ich einfach geradeaus fahren? Ah, ich fahre hier falsch. Bleibt so stehen? Natürlich bleibt er super behindert stehen. Ach, die Stelle hier ist es. Okay. Ich habe schon wieder die ganze Zeit das Licht angehabt. Dass ich mich darüber überhaupt noch aufrege, ganz ehrlich, ist doch mittlerweile schon Standard. Außerdem habe ich ja letztens erst erklärt, dass es gar kein Problem ist beim LKW. Gut, es nutzt natürlich die Lampe irgendwann ab, also wenn es eine LED ist, nicht so problematisch. Aber gerade wenn es so eine Xeon-Lampe ist, Leuchtmittel, dann vielleicht doch schon. Warum blinke ich? Hier geht es bloß die eine Richtung. Wird er noch dunkler? Was los? Komm, noch 30 Kilometer. Meilen. Das schaffen wir doch.
Wenn der Kevin Ford mal ein bisschen hinmachen würde, vor allen Dingen. Oh, war das gerade Strecke. Mal gucken, ob wir noch überholen können. Gibt jetzt auch gerade Gas oder was? Scheinbar, ne? Gut. Und natürlich bremst er wieder ab. Ah, guck mal, hier ist er wieder, unser schöner... Alter, hör doch, das ist der, ne? Das ist genau das gleiche Modell, wie wir bei der ersten Folge gesehen hatten. Sieht gerade so ein bisschen so aus. Ah, ne, okay, alles in der Nevermind. Da hat er gerade hinten seine Schlammschleuder-Schutzkappen. Die Dinger da. Dass die nicht konzentriert sind. Aber sieht nur deswegen so aus, weil ich selber nicht zentriert drauf gucke. Also alles im guten Bereich. Ah komm, mal hier jetzt hier. Warum bremst du denn alle so? Jetzt der Kopf nicht aus. Wie viel Zeit haben wir denn noch? 17 Stunden. Die Fahrbahn gar nicht mehr gesehen. Interessant. Ah ne, auf der anderen Seite muss ich rein. Oh, okay. Also einmal wunderschön Wendekreis ziehen. Wunderschön. Oh. Ungefähr so. Wir hupen hier! Mal spinnen oder hupt hier jemand? So! Yay, yeah, Level 15! Krass! So, können wir jetzt wieder hier ein bisschen weitermachen? Geil! So, dann heißt das jetzt so. Wir werden erstmal uns selber ein bisschen wieder Vordermann bringen. Das heißt tanken und pennen. Wo können wir das am besten machen? Ich würde mal sagen. Oh doch, können wir beides hier mal. Ah ne, da können wir gar nicht pennen, oder? Können wir eigentlich auf dem Gelände pennen, wenn uns das Ding noch gar nicht gehört? Probieren wir mal. Dunkel lenken, wenn man nicht sieht, was das Lenkrad macht, ist immer ein bisschen schwieriger, ne? Weil ich orientiere mich ja immer daran, wie das Lenkrad gestellt ist. Und ja, wenn du es dunkel nicht siehst, ist es ein bisschen schwer. Achso, eigentlich hätten wir gleich reinfahren können, ne? Na egal. Oh, vorne ist rot, nach hinten fahren lohnt sich nicht mehr. Ich bin zwischen meinen Schicksalen gefangen. So, fahr jetzt. Fahr!
Oh mein Gott, warum fährt er denn nicht? Oh mein Gott. Ich hätte direkt tanken gehen sollen. Hier komme ich jetzt nicht mehr weg. Ich glaube, ich packe mich wieder hin. Das wird nichts mehr. Also jetzt ist ja die Frage, kann ich jetzt hier actually pennen? Weil man kann ja hier auch vor dem LAN. Also wenn man hier so davor steht, kann man ja auch schlafen, glaube ich, ne? Halte ich irgendwie so? Ne, schreib mal nicht. Das ist ja schade. Also müssen einem die Werkstätten doch gehören, damit man da pennen kann. Kann ich hier pennen? Na. Schade. Das ist natürlich doch echt blöd, dass man hier immer dieses Symbol angezeigt bekommt, dass man hier pennen kann. Aua. An der Alphawand hängen geblieben. Ernsthaft? Oder bin ich oben? Nö. Ach nee, da oben von vorne bei den Kisten. Ah. Ja, nee, also man kann ja auf jeden Fall nicht pennen. Kannst du machen, was du willst. Gut. Dann suchen wir uns ein anderes Plätzchen. Wo wir es hinpacken können. Ja, kannst vorbei. Da ist noch genug Platz. Gib mir mal ein bisschen Mühe hier. Ah, komm. Ein bisschen auf den Bordstein drauf und dann ab geht die Post. Langweiler. Besser? Arschloch. Gut, dann fahren wir am besten mal hier lang. Und dann können wir hier sowohl tanken als auch schlafen. Man sieht hier richtig diese so eine Kanten in der Beleuchtung, ne? Also wirklich, das ist ja nicht mal nicht HDR, das ist ja hier nicht mal 8-Bit pro Farbkanal, das ist ja. Das sieht aus wie 16-Bit-Grafik. What the fuck? Was läuft denn da schief? Da kommt schon. Fahr. Ah, schon wieder rot.
coole Straßentextur. Solche schöne Betonplatten. Nix damit Asphalt. Hier gibt's nur direkt auf die Fresse. So, wie komme ich jetzt am Simsten rein? Einmal so und dann. Ach, hier ist schon wieder die Ausfahrt. Warum fahre ich bei Tankstellen eigentlich generell falsch rum rein? Kann mir das mal irgendjemand erklären? Und wie habe ich da so einen Hang dafür, ne? So. Straße frei, sehr gut. Was macht der hier? Junge, was ist los mit dir? Fällt dir ganz schön später, dass du abbiegen musst, mein Freund. Hallo mal. Hier schon wieder Ausfahrt. Ah, ne, da ist die Einfahrt. Perfekt. So, Einkommen 13.000, geil, oh, 82.000 Dollar. Cool. Wie sieht es dann mittlerweile aus bei den Fahrern? Ah, was? Guck mal. Nächste Folge. So. Also, ja. Ja, schön. Da würde ich mal sagen, gucken wir mal nächste Folge, wie es dem Fahrrad geht und dann gucken wir auch mal, ob wir jetzt den Hänger kaufen und nicht, und wenn wie, wenn was. Bis dann. Ja, das.